Ich wohne in Schöne Guten Abend. Es ist Kirmes am Dorf. Und der Bürgermeister zusammen mit dem Gemengen und Schäferoth waren du bei der Hall Nick Franz. Ich bin ganz herzlich, dass da zu so viel Hyena kommt, dann schauen wir, ob das wohl, ob das Platz gut gefüllt ist. Hier auf dem Basketball, auf jeden Fall merkt man, dass es klappt. Und von dem Bauer spielt auf dem Basketball gegen die 71 Dietling. Wir sind da hingekommen für eine Tradition bei uns an der Gemeinde, die Urbanerplätze am Land zu feiern, denn das nämlich Kirmes, denn das wir sich Kirschweihfest kommt, aus der einer Tradition. Und wir sind froh, dass wir zu einer ganzen Reihe von Jahren der Federführung von der Patrick Kunz hier eine ganze Reihe von Attraktionen rund von Infoforschung bis über Tätigkeiten, bis über Türbautoren, bis über Plotteren und vieles anderes mehr. Dafür ging es so, sind wir froh, die Tradition bei uns zu holen. Feiern in den nächsten Wochen am Mittwoch wird der Hauptlocktag fallen. Der Teil ist der Station und alle Helien. Wir hoffen, dass wir in das Kirchliche am 13. Dass wir auch dann gucken, stracks auf den Dezember zurückzugehen. Und da findet sich auf den Geschmack neben einer Eisbiss, die auch das Jahr funktioniert, selbstverständlich schon mal umstand mit einer Kielbiss. Dann gesagt, vielen, vielmals merci für kommen. Ich wünsche mir einen flotten Ofen und ich bin froh, wenn die Musik dann aber kennt, ein Himmelsmarsch. Ich bin immer die Leute, die da sind, sollten sie nur kommen, der andere. Da werden die sich ausschließen an allen Aussteller. Wünsche ich den Best und nur den Stück von der Musik werden wir dann den offiziellen Menschen durchschneiden. Merci. Am Polismusik zu Kapellen gewinnen wir die Kommemoration an Gewalt und auch nach uns zwei verstöbe Gendarmen aus den 90er Jahren bedürft. Am Polis- und Gendarmerie-Musik ob der Cap gauf am Beisinn vom Minister de lokalen Autoritäten an dem Polizeidirektor Philipp Schranz eng Mür kommemorativ angeweiht. Für denen verstorbenen Kollegen aus der Polis respektiv Freier der Gendarmerie zu gedenken. Speziell gauf und zwei jung Gendarmen erinnert, die het Leben an den 90er Jahren am Dienst verloren hatten. Du war das dann noch am Jahr 93 so geschickt, auf wie wären die zwei jungen Gendarmen. Und da fängt man an der Chronologie von dem Accident da und dann Pascal Hansen. Pascal Hansen aus der 27. Januar 1956 an der Stadt Geburgin und den 25. Oktober 1982 hörten sich als Freiwilligen an den Armeedienst gemeldet. Für die, die das nicht mehr wissen, an der Zeit die müssen sie Militärdienst merken, für an Polizei oder Gendarmerie zu gehen. Weil er hat eben den Beruf sonst Gendarm, also wird hier wieder um Herrenbisch Lange gefordert. Den 31. Oktober 1985 hast du als Gendarm ernannt gehen und als auf Brigade Lützebusch kommen. Sie sind also Mensch zum Brigadier oder zum Wachtmeister, während dann den 31. Oktober 1981, respektive den 30. Oktober 1991, ein ganz normaler
Karriere geschlafen. Ja, der 16. Februar 1993, da sind wir auf dem tragischen Event, da waren auf der Frühschicht am Lauf von seiner Schicht, als er dann an den Ersatz geschickt hat. Ich meine ganz, wenn wir gucken, Maurice, ne, der war eigentlich Operateur, der an den hat dann ein paar Tool rausgeschickt auf den Accident. Ne. Und ich meine, wenn ich so mitgetan, Daniel, sein Bruder, auch schon der, der soll doch, oder der war ursprünglich geschickt in den Accident, dass er dann zurückgepafft hat, wie sie rausfanden, auf gestoppt. Moment, das ist ein Kollege und das ist auch der Bruder von Pascal. Ja, ob da nicht länger drei Wochen zu einem Accident kommen, zusammen mit dem Kollege Claude Strotz, sind sie dann mit der Kamera dann weg gewischt auf den Ersatz und bei einem Überholmanöver als Kamera auf ein Blitzeis kommen, die ganze Dinge haben sich angefangen zu drehen und Kamera hat schlussendlich einen ungewollten Halt gemacht, einen Brückenpfeiler von einer Brücke. Die zwei Kollegen, die schwer blessiert gingen, den einen hat ganz überlebt, denn Pascal ist leider Gottes um Weh an Klinik verstorben. Er hat 20 Jahre, da ist er noch kein Alter für zu sterben. Ursache für das Ganze, die Person, die so einen Pneu hatte am Winter, gut, die Zeit war ähnlich wie heute. Aber Gott sei Dank, aus der Geschichte haben wir ja noch gelernt. Ja, am zweiten Fehler. Am zweiten Fehler sind wir beim Kies René. Der René ist der 25.03.62. Der Dietling geboren. Ganz guten Tag geboren. Ich bin selber schon Tag geboren. Ich wüsste, man denkt mir, ich wäre hier haben und dran. Ja. Auch hier hat sein Militärdienst gemacht. Ich bin als Image auf den Herbisch gegangen. Und dann 82 als Nugestalt gehen an der Gendarmerie. Und dem sie dann hat die Gendarmerie Polizeischule durchlaufen hat. An ihn als Versat gehen, den ersten Brigade für Berelding, ich. Da war es rüber geplündert, Berelding, ja. Ja, 83 ist er noch in der Kirche, in der Pascherei, dass er Versat gehen, und schlussendlich ist er noch den 6. Januar 92, als er dann an Fliegen kommt. Und Verkehrspolizei, und da ist er dann avanciert bis zum Oberwachtmeister. 19. September, das war sein Schicksalstag, während zusammen mit dem Kollegen Vinandi Richard werden sie zu Bascherat auf der Hauptstraße umgegangen, eine Verkehrskontrolle zu machen. Und du könntest ein Auto, ein französisches Auto mit extrem hoher Vitesse auf den Kontrollpunkt durchgeführt. Dann René ist dann auf der linken Straßenseite, hat dem Chauffeur Haltetisch gegeben. Die sind ignoriert und anscheinend hat ein Alkoholabfluss gestanden. An den Impact auf der Runde war so stark, dass er, nicht so bildlich gespart, in das Regelrecht aus den Stiefel gefahren. Also, wir haben verloren, gesehen, er hat nur unter unseren Mann kennen, an der Zeit Radstiefeln, also wenn er aus den Stiefeln rausfährt, dann ist der Impact furchtbar gewesen. Er ist auch ein 10 Meter weit geflogen worden und schlussendlich leer geblieben ist. Den Chauffeur hat noch den Prozess gemerkt und den Prozess wird auch weitergeschlagen, weil das Urteil war trist, dann im Endeffekt geschwart und stand am Pongel keinem Verhältnis. Also der Franzose ist relativ mit einem blauen Auto vorgekommen. Und hat nur an der Presse stand sogar zu lesen, ich zitiere, was das Leben von einem Gendarme wäre. Ne? Also, das sieht am Pongel. Alles, ja. Am Sika zu Kielen war eine große Kunstausstellung mit einem Defilé der besonnischen Art. Der Sika-Präsident Luc Feller erklärt aus seinem Ausspruch. Liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin froh, dass ich die Bürgermeister aus der Gemeinde Bartring begrüßen kann, ohne Schmidt, was auch bei uns am Komitee
vom Sieghaus. Ich bin ganz froh, den Daniel Wirt hatte ich gesehen von Kersch als Bürgermeister zu begrüßen. Ich meine, das sind die jenen Bürgermeister, die ich auf alle Fall mal gesehen habe. Leif, alle Guten, ich bin froh, dass meine zwei Freier Präsidenten, den Marcel Schmidt und den Kochelus, hier sind und am Namen vom Büro vom SIKA zusammen mit Juri und mit Guy sind ich ganz froh, ich alle Guten heute zu begrüßen, die ganz viele Repräsentanten aus dem Chefrat, aus unseren Membergemengen, Repräsentanten aus dem Gemengerät, aus unseren Membergemengen, aber vor allem auch alle Guten Künstlerinnen und Künstler, die heute hier sind. An die ein ganz frei Leid mitbrüchten. Wir sind ein Scheuerbänger Platz, der ist 1994 angeweiht, in den Betrieb geholt, ging am Kader von einer Extension vom SIKA. An die Platz, die werden geschwind nicht mehr gehen. Das ist ein Platz, um ein neues Ressourcenzentrum werden auf den Stellen. Und das versteht auch, weil das ein Platz, der eigentlich nicht mehr allzu viel größer ist, par rapport zu dem Wurstum, den wir bei uns an den Gemengen kann tun. Ich muss mich nicht vorstellen, wir haben all Jahr der Platz hier über 125.000 Leute, die langkommen, die den Dreck hier hinbringen. Wir sollen eigentlich nicht Dreck, wir probieren das immer nicht zu verwenden. Da kommen immer 500 Leute hier auf den Seed, und ihr seht, dass der Seed aber nicht so groß ist. Wir haben das letzte Jahr auf dem Seed 6.000 Tonnen Dreck angesammelt, das sind 6 Millionen Kilo. Das muss ich jetzt einfach einmal am Volumen vorstellen, was das alles ausmischt. Das haben die 40.000 Leute eben an unserem Mombasgemenge wohnen, hier hinabgebracht. Ein schöner Viergänger gehabt, die nur einmal gesagt hat, mit Dreck kann ich Geld verdienen. Wir probieren mit Dreck kein Geld zu verdienen, wir probieren die Sachen, die hier aufgegeben als eine Ressource zu verstehen, die wir probieren, so weit wie möglich zu verwenden. Das machen wir mit dem Recyclage-Boutique, den Joel als seine Equipe für ein paar Jahre angefangen haben, wo wir alle Monate über 15.000 Kilo Material rausgehen, was Leute hier aufgehen, was da geguckt hat, ob der an der Reihe ist. Wo wir letztes Jahr über 50.000 Leute hatten, die da hingekommen sind. Und das ist auch ein von den Gründen, für was wir, nachdem wir das Centre de Collecte hier innen sieht, für unseren Vortrag für eine kurze Arbeit tun, dass wir auf diesem Platz werden die Gebäudigkeiten nur und nur aufrappen, für ein neues Ressourcenzentrum zu machen. Ressourcenzentrum, so wie das eben am neuen Notfallgesetz vorgesehen ist, da das nicht mehr einfach Recyclage, da das nicht mehr einfach Dreck aufgegeben wird, das soll in Dreck als ein Ressource gesehen werden, nach einmal verwendet. Dafür werden wir die Recyclage-Boutik auf der Platz, die dann hier entsteht, werden wir ausbauen, wir werden regelmäßig Repair-Kaffee organisieren, wir werden noch als Formation für die Schulkanne ausbauen. Bref, einfach für den ganzen Zyklus von einem Wertstoff, den ich nachher mal kann, benutzen kann, für den zu erklären. Ja. Und wie wir diese Idee tun, dass es bloß ein Punkt wäre, für auf dem hier sieht, mit den Erbeschlüssen zu fangen, du sitzt mal jemand zusammen und du hast mal gesagt, was machen wir da hier? Und ich muss so in der Joel, den ist eine gute Idee. Das muss ich so sagen. Der Joel wäre mit der Idee gekommen, dass wir mit der Ukraine-Krise ausgebracht haben, dass wir etwas müssen machen, für die Leute zu helfen. Hin als auch Matzinger Equipe eine Initiative gewesen, die wir die Überschwemmungen am Osten vom Land hat, für eine Equipe dahin zu schicken, für zu helfen. Demals war viel an der Presse von den Fuelboxen, die ich so am Land gesehen habe. Dann du hast gesagt, komm, wir machen etwas mit den Künstlern aus Eisen Mombas-Gemenge. Wir haben ein bisschen darüber diskutiert, wir haben uns Berater gelöst, für Leute, die es davon erkennen, da kommen wir hier noch nach drauf. Da haben wir über die Vakanz einen Aufruf gemacht an uns als Künstler, die an unseren echten Mamba-Gemengen wohnen. Wir wären froh, wir haben gesagt, ihr könnt hier hinkommen, ihr könnt hier Kunst ausstellen. Ihr braucht nicht aufzupassen, wenn ihr etwas zu tun habt, weil ihr sowieso dann noch aufgerappt. Ihr müsst auf nicht aufpassen. Alles kann benutzt, die Vatayas, wir können dann nur alles aufgerappt. Wir hatten einen großen Zulauf, wir haben mehr als 50 Künstler, die sich gemeldet haben, für Matze machen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Das sieht man, wenn da heute durchgeziert wird: Molerei, Akrilik, Keramik, da gesehen, die Fotografie gesehen, die Pop-Art gesehen, mit Mode werden da nur gesehen, wo wir Sachen gemacht haben. Bref, ein ganz Panoplie von Sachen, wo du auch gesehen, dass wir eigentlich Chancen haben, an unseren Gemengen ganz abfallsreiche Leute wohnen zu haben.
Viele Künstler haben den Raum, so wie in Hayas, die Architektur, weil eigentlich eine Architektur von einer Industriehalle aus den 90er Jahren ist, haben den Raum mit abgezogen. Entweder haben sie es verstanden, eine Flottsituation am Raum selber zu machen, oder sie haben es verstanden, Räumlichkeiten direkt mit zu benutzen. Sie sind auch ganz froh, dass wir hier noch das Valvina Moreira von Morena Kultur werden haben, hat uns sich proposiert, hat uns zu machen, und hat uns proposiert, für ein bisschen Mut hier zu feiern, aus recyceltem Material, zu kapverdianisch Originen, hat uns ein ganz schöner Parcours hier zu Lützeburg gemacht. Eigentlich ganz flott Beispiel von einem Vivre-Ensemble von zwei verschiedenen Kulturen, von einer Lützeburger Kultur und einer kapverdianischen Kultur. Also wir sind schon der Recycling Center von der SICA. Und das sind also Luxusartikel dran, sie all diese Artikel, Visuen und so viel. Und das ist immens schön. Und wie ich aber darauf gelernt habe, habe ich mich gefragt, ja, muss man da wirklich alles tun? Ja, wenn man nicht auch anders ist, dann habe ich das auch wohl. Dann, voilà. Und da schon die Ohren aus dem Bock ausgeschnitten und an die Wege herangeschafft. Und die Kästchen am Ende gemacht, auch für andere Leute zum Nachdenken weiterzubringen. Voilà. Merci. Wir sind heute heim mit der Kanne für Hecken zu pflanzen. Es geht uns hier in allem darum, dass die Wichtigkeit von den Hecken, die immens ökologisch funktionieren und an der Landschaft kennenzulernen. Und dann eben noch viel zu weisen, wie ein Hecken pflanzt, welche Tiere da können drauf herkommen. Und überhaupt, dass sie verstehen, dass wir die Natur müssen abbauen und dass sie effektiv auch Generationen sind, die da maßgeblich werden beteiligt. Musikalischer Beitrag aus der Talentshow 2023, organisiert von der Familienkommission, mischt heute den Schluss von unserer Emission.
across the water. And I think of okay. Fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life, there comes a time. Go through the Lord and into the light. The moment won't last, but then remember it again. When we lost our heart. Davanti a noi, volati mai, accarezza con i sogni tuoi, le tue speranze e poi, verso il mondo che verrà. Vincere, tu dovrai vincere, vivere.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, Daniele, tu es sûr que tu fais que du travail? An dës zwei Emissionioun vun Haut. Ech schon eg grouse Mäz fir d'Nokucken, mé sinn ass an 2 Wochen erëm, madet gut.